بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Heute, inshallah ta'ala, fahren wir fort, liebe Geschwister. Das letzte Mal haben wir gesprochen über Al-Adab Al-Kalam, über das Benehmen beim Sprechen. Und heute, bi'idhnillahi ta'ala, werden wir den zweiten Teil beenden. Eine weitere Benimmregel, das heißt Anstandsregel, ist, dass es dir verboten ist, über die Muslime zu lästern. Ein Muslim darf nicht über die Muslime lästern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Und die einen dürfen nicht über die anderen lästern. Und dieses Lästern bezieht sich auf die Muslime untereinander. Untereinander. Aber nicht, dass du sagst, ja, bei den anderen kein Problem, dann ab. Das ist nicht die Methodik von einem Muslim, sondern ein Muslim hat allgemein einen guten Charakter. Und deswegen, dieses Lästern betrifft, wenn du über deinen Bruder lästerst, dann ist das eine gewaltige, schwere Sünde. Dann ist das eine gewaltige, schwere Sünde, liebe Geschwister, und man sollte aufpassen. Was heißt lästern? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt. Naam, er sagte erstmal, atadruna mal riba. Wisst ihr, was die Riba ist? Riba mit rein. Ja, manche sagen Riba. Riba sind Zinsen, ja, sind Zinsen. Na? Er sagt, mach keine Riba über mich. Ich habe ihm gesagt, Riba, Riba. Er sagte, dhikru ahak bima yakra. Dass du etwas über deinen Bruder sagst, was er nicht mag. Nicht, was du nicht magst. In deiner Gegenwart, wenn man ihnen alles sagt, du sagst, ach, wird kein Problem für ihn sein. Nicht, was du nicht magst, sondern was er nicht mag. Und es kann sein, dass er sehr sensibel ist, wenn man nur sagt, du kennst doch den Dicken. Dass das Wort dick für ihn schon eine Verletzung seiner Gefühle ist. Du kennst doch den, der übel riecht. Du kennst doch den, der das und jenes macht. Das alles ist Riba. Das alles ist Riba, bedeutet, das ist Lästern. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat uns erklärt, dass es eine Strafe für diejenigen im Grab schon gibt, die über ihre Geschwister lästern. Und als er rumgeführt wurde, alaihi salatu wassalam, wo die Engel ihn rumgeführt haben, damit er verschiedene Strafen sieht, die manche Leute im Grab bekommen haben, hat er Leute gesehen, die hatten Fingernägel aus Kupfer und haben sich ihre Gesichter zerfleischt und auch ihre Brüste. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man ha'ula, wer sind diejenigen, die das gemacht haben? So wurde ihm erklärt, das sind die Leute, sie haben das Fleisch ihres toten Bruders gegessen. So wird das im Arabischen genannt. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Das im Arabischen sagen wir, du isst das Fleisch deines toten Bruders, meint, dass du über ihn gelästert hast. Das bedeutet nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt eine Überlieferung, Ibn Hajar al-Asqalani, wenn ich mich zurückerinnern kann, hat gesagt, diese wäre sogar Hassan, dass Yawmul Qiyamah eine Person, der hier über seine Geschwister gelästert hat, wird das tote Fleisch vorgestellt bekommen mit dessen Geruch und er muss davon essen. Wal-Iyadu Billah. Wal-Iyadu Billah. Deswegen, liebe Geschwister, dieses Lästern ist keine Tugend, ist keine Sache, die man als klein sehen sollte oder als unbedeutend sehen sollte. Dafür gibt es eine Strafe im Grab. Und all das, was mit Wa'id verbunden ist, mit einer Warnung, ist eine große Sünde und keine kleine Sünde mehr. Naam.
Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, ihr dürft nicht übereinander lästern. Ihr dürft nicht übereinander lästern. Warum? Diese Religion ist mit einer perfekten Scharia gekommen. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Was ist diese Scharia? Du schützt die Leute, weil wenn jeder über den anderen lästert oder Lügen erzählt oder Hass verbreitet, was passiert mit der Gesellschaft? Es gibt Fitna. Und deswegen entstehen Morde. Deswegen entsteht Fitna von vielen Seiten. Warum? Weil einer über den anderen gelogen hat oder über den anderen gelästert hat oder sonstiges. Jetzt, wenn du nur hörst, ein Bruder hat über dich gelästert, steigt deine Liebe zu ihm? Ganz ehrlich. Niemals. Sogar, was wirst du ihn hassen? Ja, das ist natürlich. Du hörst, warum lästert er über mich? Was habe ich ihm getan? Dann kommt sofort ein Gefühl des Hasses in deinem Herzen herein. Und deswegen, liebe Geschwister, dieses Lästern ist sehr gefährlich. Und man soll das unterlassen. Heutzutage, wenn du einen fragst, ja, Achi, warum lästerst du? Er sagt dir, ich bin auch bereit, ihm das im Gesicht zu sagen. Deswegen hast du es mir eine halbe Stunde erzählt? Dann geh hin und erzähl ihm das. Dann wäre es kein Lästern wenigstens. Dann hättest du ihn konfrontiert damit. Ja, ihr kennt diese Ausrede. Ja, ich sage nur die Wahrheit. Ja, subhanallah. In diesem Hadith, als der Prophet s.a.w. gesagt hat, wisst ihr, was die Riba ist? Atadruna mal Riba? Sie sagten, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah und sein Gesandter wissen es besser. Er sagte, dass du über deinen Bruder etwas sagst, was er nicht mag. Dann fragte einer, der Sahaba, er fragte, und was, wenn das stimmt? Er sagt, das ist Riba. Weil wenn das nicht stimmt, was ist das? Buhtan. Buhtan bedeutet, wal'iyadhu billah, das ist noch schlimmer, dass du nicht nur über ihn geredet hast, du hast sogar über ihn gelogen. Bei dem einen Beispiel, was nur in Anführungsstriche eine Strafe im Grab bringt, das ist, wenn du bei der Wahrheit geblieben wärst. Aber wenn du dann lügst über ihn, das ist noch schlimmer. An dieser Stelle danke ich alle, die über mich lügen. Macht weiter. Möge Allah mir eure Hasanat Yawmul Qiyamah geben. Und die lügen viel über uns. Jetzt auch letztens, wo dieser Einsatz, Polizeieinsatz war von dieser Lüge und dies und das. Wallahi, manche freuen sich. Die sagen, seht ihr, wir wussten, die sind radikal. Seht ihr, wir wussten, die sind so und so. Wir werden sehen. Yawmul Qiyamah, wer radikal war. Und wir werden sehen, Yawmul Qiyamah, spätestens Yawmul Qiyamah. Manchmal Allah stellt die Sachen schon klar in der Dunya. Wir werden sehen, Yawmul Qiyamah, wer auf dem richtigen Weg war und wer Allah Azza wa Jal tatsächlich richtig angebetet hat und wer ein heuchlerisches Herzen hatte und versucht hat, immer die Gebote Allahs zu umgehen, als ob er sie gehasst hat. Walhamdulillah, Allah Azza wa Jal wird Yawmul Qiyamah alles klarstellen, liebe Geschwister. Das Lästern ist verboten. Aber, liebe Geschwister, nicht alles ist Lästern. Es gibt Situationen, die mögen vielleicht für den einen so aussehen, als wären sie Lästern. Aber das ist kein Lästern. Zum Beispiel. Na. Wenn jetzt jemand zum Beispiel schlechte Sachen sagt über die Religion, dass man vor ihm warnt. Wenn du warnst über Leute, die irregehend sind. So Leute wie dieser, wal'iyadu billah, Shaitan, der ein Rafidi ist, der sich unter Ahlus Sunnah tarnt, aber er ist ein Rafidi, dieser Adnan Ibrahim, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn zur Rechenschaft ziehen. Und seine Gefolgsleute. Hier gibt es einen, der nimmt auch von ihnen, täglich und nächtlich, möge Allah uns bewahren. Diese Leute sind Irregehende. Das ist kein Problem, vor ihnen zu warnen. Warum? Weil ihre Arbeit ist es, den Islam kaputt zu machen. Oder vor dieser Irregehenden, die erste Imamin ist in der ganzen Geschichte. Wallah, eine Baqara hat mehr Grips als sie. Yani, subhanallah. Die betet vor für die Leute, ja, überlegt mal. Obwohl, eigentlich geht sie als Mann durch, oder? Wir haben gesehen, dass sie Samuhung sehr ähnlich sieht. A'udhu billah. Überlegt mal, wallahi, selbst Ahlul Bid'a, das heißt Shia, und Sufis und diese ganzen Leute haben so etwas in ihrer Geschichte nicht gehabt. Aber es ist klar, wer solche Leute schickt und wer solche Leute finanziert. Und ihr merkt, alle Leute werden geschützt vom Staat, die gegen den Islam sind. Und die für den Islam sind, werden vom Staat beobachtet. Aber Alhamdulillah, Sabrun Jamilun. Was wartet auf uns, inshallah? Das Paradies, möge Allah uns allen das Paradies geben. Einer hat dir Unrecht getan.
er hat dich beklaut oder er hat über dich gelogen, gelästert. Wenn du etwas in seiner Abwesenheit über ihn sagst, das ist keine Riba. Warum? Weil er dir Unrecht angetan hat. Einer hat dich betrogen beim Kauf oder sonstiges. Du sagst, der ist ein Lügner, ein Betrüger, kein Problem. Aber man soll das nicht übertreiben. Nicht, dass du jeden Tag die Leute versammelst. In Alhamdulillah, hada kadhab wa hada. Das macht ein Muslim nicht. Aber wenn du über ihn manchmal was sagst, das ist kein Problem. Und dieses ist nicht eine Riba, liebe Geschwister. Eine Person geht zu einem Richter, zu einem Alim, zu einem Sheikh und will ihm eine Situation erklären. Und dabei muss er bestimmte Wörter anwenden, die nach außen Riba aussehen. Kein Problem. Wie Hind, radiallahu anha wa ardaha, die mit Abu Sufyan verheiratet war. Sie sagte, mein Mann ist geizig. Und sie meinte Abu Sufyan. Er gibt mir kein Geld, das heißt für mich und für meine Kinder. Darf ich etwas in seiner Abwesenheit nehmen? Er sagte, Khudi bil Ma'ruf, nimm so viel, wie du brauchst. Nicht übertreiben auch, ja? Nicht, dass du gleich die ganze Hose mitnimmst. Ja. Was hat sie gesagt über Abu Sufyan? Er ist geizig. Jetzt, wenn jemand in Abwesenheit über dich sagt, geizig, was wäre das normalerweise? Riba. Aber warum hat der Prophet sallam sie hier in diesem Moment nicht getadelt? Weil sie was klar gemacht hat? Die Situation, um eine Fatwa vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu bekommen, liebe Geschwister. Auch wenn jemand, alaikum salam wa barakatuh, wenn jemand ein Fasiq ist, über ihn gibt es keine Riba. Wer ist ein Fasiq? Nicht jeder ist jetzt auch ein Fasiq, ja? Wer ist ein Fasiq? Offenkundiger Sünder, der läuft draußen mit seiner Alkoholflasche herum, der pöbelt die Leute an, der sagt schlechte Wörter, schmutzige Wörter, der raucht sein Joint, seine Zigarette draußen, tut so, als ob ihm das alles erlaubt ist und man hat mit ihm geredet, er wurde aufmerksam gemacht, aber er fährt fort mit seinen üblen Taten. Dieser ist ein Fasiq und hat nicht den Schutz, den jeder normale Muslim normalerweise hat. Ha? Oder du willst eine Person beschreiben, du kennst seinen Namen nicht und seine Kunya nicht, dann sagst du, du kennst doch den, der zum Beispiel blind ist. Oder der zum Beispiel dieses oder jenes ist. Normalerweise sagst du das nicht, aber weil du eine Person beschreibst. Schaut mal, subhanallah, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal mit Aisha radiallahu anha geredet hat, dann sagte sie über Safiya radiallahu anha, was sagte sie über sie? Ha? Sie ist klein, barakallahu fiek. Sie ist klein. Und sie hat sich nichts dabei gedacht bei diesem Wort. Er sagte, Wallahi Aisha, wenn dieses Wort, was du benutzt hast, klein, 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 in das Meer hereingetaucht werden würde, würde es die Farbe des Wassers ändern. Würde es die Farbe des Wassers ändern. Sie hat sich nichts dabei gedacht. Aber auch das machen wir nicht, liebe Geschwister. Außer wir haben gesagt, wenn eine Person nicht anders zu beschreiben ist, außer mit dem, was für ihn bekannt ist als Charaktereigenschaft. Und daher ist das Lästern eine gefährliche Sache und ein Muslim nimmt davon Abstand. Eine zweite Benimmregel, dass man nicht alles erzählen darf, was man gehört hat. Es gibt Leute, die erzählen alles, was sie hören. وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى مَرْفُوعًا. So hat Imam Muslim von Abu Huraira radiyallahu anhu arda überliefert, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, kafa bil mar'i ithman an yuhaditha bi kulli ma sami'a. Es reicht für eine Person als Sünde, dass er über alles berichtet, was er gehört hat. Dass er über alles berichtet, was er gehört hat. Und deswegen, liebe Geschwister, es ist nicht erlaubt, alles zu berichten, was du hörst. Warum? Weil die Gelehrten sagen, du hörst Richtiges und du hörst auch Falsches. Wenn du alles erzählst, dann wird sich auch das Falsche unter den Leuten verbreiten. Insofern belässt du es dabei und du erzählst nicht alles, was du gehört hast. Warum? Damit du dich selber nicht ins Gespräch bringst und damit du dich selber nicht in Gefahr bringst. Und das ist so bei manchen Leuten, der hat Langeweile und möchte gerne alles erzählen, was passiert.
Für ihn ist eine Redepause eine Beleidigung. Der sieht das als Beleidigung, ja? Der sagt, nein, ich muss was sagen. Als ob er Geld kriegt für die Wörter, die er sagt. Na? Eine weitere Benimmregel, dass man nicht lügen darf. Dass man nicht lügen darf. الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخاري ومسلم überliefern, dass der Gesandte صلى الله عليه وسلم sagte, إن الصدق يهدي إلى البر. Wahrlich, die Wahrhaftigkeit, das heißt, dass man nicht lügt, führt zu allem Guten. Al-Birr ist alles Gute. Alles beinhaltet was Gutes. Wa innal birra yahdi ila al-Jannah. Und das Gute führt ins Paradies. Wa innal rajula la yasduq hatta yakuna siddiqan. Und der Mensch hört nicht auf, immer ständig die Wahrheit zu sprechen, wahrhaftig zu sein, bis er bei Allah, als was geschrieben steht, als wahrhaftiger Siddiq. Im Übrigen, diejenigen, die wahrhaftig sind, sind die zweitbeste Stufe in der Rangfolge nach den Propheten. Vor den Shuhada und vor den Salihin. Wo ist der Beweis, Abu al-Bara, du redest immer so viel, ohne uns Beweise zu nennen. Allah Azza wa Jalla sagt, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ التَّرْتِيب مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَى وَالصَّالِحِينَ. Und wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, das sind diejenigen, denen Allah seine Gunst erweisen wird, von den Propheten, die Besten. Und manche Propheten waren alles. Siddiqin, das heißt, sowohl wahrhaftig als auch Märtyrer, als auch rechtschaffen. Sie waren alles. Von den Propheten und den Wahrhaftigen und den Märtyrern und den Rechtschaffenen. Naam. Das sind die Leute, die bei Allah Azza wa Jal in den höchsten Stufen geschrieben werden. Wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Wal-iyadu billah. Und die Lüge führt zu allem Schlechten. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. Und das Schlechte führt in das Höllenfeuer. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبْ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Und der Mensch fährt fort zu lügen und sich in der Lüge anzustrengen, bis er bei Allah über den sieben Himmeln subhanahu wa ta'ala als Lügner dasteht. Was sagt Allah Azza wa Jal? Ala la'natullahi ala al-kadhibin. Darum der Fluch Allahs, wal-iyadhu billah, Fluch Allahs über die Lügner. Wa yawm al-qiyama tara alladhina kadhabu ala Allah wujuhuhum muswadda. Und am Tage der Auferstehung, wo du siehst, dass diejenigen, die über Allah gelogen haben, schwarze Gesichter haben werden. Schwarze Gesichter. Und hört, liebe Geschwister, was es für eine Strafe im Grab gibt für diejenigen, die lügen. Und ich erzähle das ganz kurz. Der Prophet s.a.w. wurde in der Nacht rumgeführt. Und ich habe euch gesagt, das ist ein sehr langer Hadith, wo ihm gezeigt wurde, was für Strafen die Leute bekommen im Grab, weil sie bestimmte Vergehen auch begangen haben. Er sagte, sie nahmen mich bei der Hand, das heißt die Engel, und brachten mich zur heiligen Erde. Dort saß ein Mann, während ein anderer stand, in dessen Hand ein Eisenhaken war. Und der Mann, der den Eisenhaken in der Hand hatte, er setzte ihn hier an seinem Mundwinkel an und zog seine Lippen bis hinter dem Nacken. Bis hinter dem Nacken. Und er machte das ebenfalls mit der anderen Seite. Und dann hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gefragt, wer ist das? Sie sagten, derjenige, den du gesehen hast, wie seine Haut, bedeutet hier seine Mundwinkel, seine Lippen nach hinten zum Nacken geführt wurden, war ein Lügner, der Lügen erzählte, die weit verbreitet wurden, bis sie sozusagen die Horizonte, die ganze Welt erreicht haben. Und dieses wird mit ihm gemacht bis zum Tage der Auferstehung. Bis zum Tage der Auferstehung. Und daher, liebe Geschwister, das ist eine gefährliche Sünde. Das Lügen,
wurde 286 Mal im Koran erwähnt. Das ist keine kleine Sünde. Das Schlimmste ist das Lügen über Allah, dann das Lügen über den Propheten und das Lügen über die Menschen. Das ist keine leichte Sünde. Und diese Überlieferung, er hat gelogen, bis das die Welt erreicht hat. Heutzutage, was gibt es, womit man schnell die Welt erreichen kann? Internet. Scheim Abul-Bara ist so, Abul-Bara ist so. Internet, ganz schnell, Alhamdulillah. Und manche schreiben kräftig mit und erdichten noch was Neues. Die sind ja alle Hadith-Gelehrte. Und zum Schluss haben sie den Salat, den sie ausbaden müssen. Natürlich, das Lügen ist verboten und eine schwere Sünde. Aber trotzdem gibt es drei Situationen, wo es erlaubt ist, etwas anderes zu sagen. Etwas anderes zu sagen. An Ummi Kulthum, radiallahu anha wa ardaha, binti Uqba, so berichtet sie, qalat, ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. Sie sagte, ich habe den Gesandten صلى الله عليه وسلم niemals gehört, dass er in Sachen etwas erleichtert hat oder bezüglich der Lüge etwas erleichtert hat, außer in drei Situationen. Warum? Er sagte صلى الله عليه وسلم لا أعده كاذبا. Ich werde diese Sachen nicht als Lüge bezeichnen. Ar-Rajul yuslih bayna an-nas, über eine Person, der zwischen den Menschen schlichtet, Frieden schlichtet. Yaqulu al-qawl wa la yuridu bihi illa al-islah. Er sagt nur etwas, damit er zwischen den Leuten Frieden stiftet. War-Rajulu yaqulu fil-harb, und einer, der im Krieg etwas redet, das heißt, was nicht stimmt, damit er sich einen Vorteil verschafft. War-Rajulu yuhaddithu imra'ata wal-mar'atu tuhaddithu zawjaha. Und ein Mann, der seiner Frau etwas sagt, was nicht stimmt. Zum Beispiel, er sagt ihr, du bist eine gute Köchin. Und eigentlich kriegt er Sodbrennen nach jedem Essen, wenn er bei ihr ist. Oder er sagt ihr, du bist unter meinen Frauen, das heißt, wenn er zwei oder drei Frauen hat, du bist die Hübscheste und dich liebe ich am meisten. Na? Und deswegen bin ich bei dir am wenigsten. Ja, das sind alles Themen, wo ein Mann mehr sagen darf, als es ihm normalerweise erlaubt wäre. Auch die Frau, sie kann ihm sagen, du riechst wirklich sehr gut, mein Mann. Obwohl die Stinktiere, sie haben sich schon an einem anderen Platz verzogen. Na. Deswegen, diese drei Sachen sind ausgenommen. Subhanallah, manche Gelehrte sagen sogar, wenn du zwischen zwei Brüdern schlichten möchtest, Streit. Es gibt ja Leute, A'udhu Billah, der gießt Öl ins Feuer. Der sagt, du weißt gar nicht, was er über dich gesagt hat, ja? Das musst du dir erstmal anhören. Das glaubst du selber nicht. Und gießt und gießt. Der andere, der sagt, Wallahi, der redet nur Gutes über dich. Obwohl, der hat ihn gesagt, wenn ich ihn sehe, dann erzähl ihm mal. Er sagt, Wallahi, der redet nur Gutes über dich. Er schwört, die sagen, das Schwören ist auch nicht haram. Das ist keine Lüge. Warum? Worum geht es hier? Um Frieden zu stiften. Um Frieden zu stiften. Dann eine Warnung an jeden, der lügt, um die Menschen zum Lachen zu bringen. Es gibt so viele Leute, die haben sich das zum Hobby gemacht, Leute zum Lachen zu bringen durch eine Lüge. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, wie bei Abu Dawud berichtet wurde und At-Tirmidhi, und die Überlieferung ist sahih, er sagte, وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبْ لِيُضْحِكَ النَّاسِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ. Wehe demjenigen, wen der andere unterhält, indem er lügt, um damit die Leute zum Lachen zu bringen. Wehe ihm, wehe ihm. Wail ist ein Wad, ein Tal in Jahannam. Jahannam selber fürchtet sich vor diesem Tal. Deswegen, ja, Ikhwa, man lügt nicht. Und schon gar nicht, um andere zum Lachen zu bringen. Das, worüber die Leute hier lachen in der Dunya, darüber wirst du morgen weinen. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Darüber wirst du morgen weinen. Deswegen zügel dich und du kannst, Alhamdulillah, die Wahrheit sagen, kein Problem. Das heißt nicht, dass Spaßen im Islam verboten ist. Wir werden natürlich auch noch darüber reden. Aber wenn du sparst, dann in Wahrheit. Na? Und die nächste Benimmregel, dass du dich vom Streit fernhältst, auch wenn du recht hast.
So berichtet der Gesandte sallallahu alaihi wasallam an Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu arda, und die Überlieferung ist bei Abu Dawud. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: Ana za'imun bi baytin fi rabadil Jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Er sagte: Ich spreche oder ich garantiere demjenigen ein Haus im unteren Paradies, der einen Streit verlässt und wenn er auch im Recht ist. Wenn er auch was im Recht ist. Das heißt, es gibt Leute, der will einfach nur diskutieren. Kennt ihr solche Leute? Wir nennen ihn Abu Jidal. Der liebt das Diskutieren, der liebt das Reden. Warum? Weil er hat mehr Zeit, als er braucht. Er hat nichts zu tun. Deswegen liebt er es zu diskutieren. Diese Person, der redet gerne. Oder es gibt Leute, A'udhu Billah, der hat Unrecht und will aus seinem Unrecht was machen? Recht machen. Das sind alles Leute, die nicht mit Recht diskutieren. Und dann gibt es Leute, der will einfach diskutieren und du weißt zum Schluss, was passiert. Der will über eine Meinungsverschiedenheit reden. Heutzutage haben wir auch die Profis. Die wissen gar nicht, was, wo Meinungsverschiedenheit erlaubt ist und wo Meinungsverschiedenheit nicht erlaubt ist. Wo Meinungsverschiedenheit total an falscher Stelle ist und wo das angebracht ist. Aber sie diskutieren miteinander. Und dann machen sie Takfir aufeinander in Sachen, die eine Sunna ist. Eine Sunna in der Religion. Machen sie Takfir aufeinander. Und das sind Leute, die unwissend sind, liebe Geschwister. Er sagte, ich garantiere demjenigen, der einen Streit unterlässt, ein Paradies wo? Ein Haus im unteren Paradiesgarten. Und wa bi baytin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Und ich garantiere demjenigen ein Haus im mittleren Paradies, der das Lügen unterlässt, sei es auch nur dafür, um die Leute zum Lachen zu bringen. Und jetzt schaut, wer das höchste Paradies bekommt. Wa bi baytin fi a'la al-jannah. Und ein Haus im höchsten Paradies, liman hasuna khuluquh, der einen guten Charakter besitzt. Allahu Akbar. Der einen guten Charakter besitzt. Selbst wenn er nicht so oft Qiyamul Layl gebetet hat, selbst wenn er nicht so viel Sadaqa gegeben hat, selbst wenn er nicht so viele freiwillige Gebete oder so viel Koran gelesen hat oder so viel Dhikr gemacht hat. Aber was hat er besonders gehabt? Einen guten Charakter. In einer Überlieferung, derjenige, der einen guten Charakter hat, das wiegt am schwersten in seiner Waagschale Yaumul Qiyamah. Deswegen, liebe Geschwister, das ist sehr, sehr wichtig, dass man weiß, unterlasse einfach die Lüge. Warum? So wirst du ein Paradies vom Propheten sallallahu alaihi wasallam garantiert bekommen. Dann eine Benimmregel, sehr wichtig, man soll ein vertrauliches Gespräch respektieren. Zum Beispiel, ein Bruder kommt in einen Raum rein, da sind mehrere Leute. Dann guckt er sich um und dann dreht er sich zu einem Bruder, speziell in der Ecke, und flüstert ihm was ins Ohr. Worauf deutet das hin? Will er, dass jeder das mitbekommt? Nein. Und deswegen berichtet Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu an den Nabi sallallahu alaihi wasallam, قال. Jabir berichtet vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, und die Überlieferung ist bei Abu Dawud und At-Tirmidhi, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ الْتَفَتْ فَهِيَ أَمَانَةٌ. Wenn der Mann, Mann bedeutet hier Mann oder Frau, liebe Geschwister, wenn der Mann ein Gespräch führt und sich dann umdreht, um zu gucken, kann ich jetzt gerade mit ihm vertraulich reden oder nicht, dann ist das eine Amana geworden, du darfst darüber nicht berichten. Dann gibt es ja die, ja? Kennt ihr die? Wallahi, der will über alles Bescheid wissen. Ich habe Leute, seine Ohren sind länger als Elefantenohren. Was ist los mit dir, Achi, subhanallah? Bist du bei der Presse oder was? Nö, ich will da auch mal was mitbekommen. Was? Dann geh nach Hause, mach ein Leben für dich. Der hat kein Leben, Achi. Der ist interessiert. So kennt ihr diese Leute, die immer Bescheid wissen wollen, was passiert? Und daher, das ist eine Amana, wenn einer sich umdreht und vertraulich mit jemandem redet, sich in Richtung seines Gesichtes wendet und guckt nochmal, das ist Amana geworden. Dann darfst du das hier nicht brechen. Und die letzte, liebe Geschwister, und damit beenden wir auch das Kapitel, man soll bescheiden sprechen und seine Stimme senken.
Allah subhanahu wa ta'ala sagt, waghdud min sautik, so senke deine Stimme, in Surat Luqman. So senke deine Stimme, sowas sagte Luqman radiallahu an zu seinem Sohn, um ihn Benehmen beizubringen. Inna ankara al-aswat la sautul hamir. Wahrlich die Ankara al-aswat, wie können wir das übersetzen? Schlimmsten, ja. Die schlimmsten oder die widerwärtigsten Stimmen sind die Stimmen der Esel. So hat Allah subhanahu wa ta'ala das festgehalten. Warum? Die Gelehrten sagen, wäre in dem lauten Reden ein Vorteil, ein Nutzen, hätte Allah das nicht kritisiert. Aber es gibt keinen Vorteil darin. Das heißt nicht, weil du deine Stimme erhöhst, dass dieses praktisch sofort auch mit einem Nutzen verbunden ist. Nein. Sondern Allah mag das nicht im Allgemeinen, dass du deine Stimme erhöhst. Jetzt außer natürlich, es gibt Situationen, wo wir vom Propheten s.a.w. gelernt haben, auch unsere Stimmen zu erhöhen. Zum Beispiel, wo? Auf der Mimba. Der Prophet s.a.w. hat auf der Mimba seine Stimme erhöht. Richtig. Das sind Situationen, die sind anders. Oder beim Koran, dass man seine Stimme erhöht, wenn man zum Beispiel in einem Koran-Dars sitzt und Koran miteinander liest, damit auch der Lehrer richtig korrigieren kann. Hier kannst du deine Stimme erheben, aber nicht bei jeder Sache. Naam. Es gibt Leute, wallahi, der Bruder ist 10 cm von ihm. Ach, hey! Was ist los mit dir? Seine Ohren bluten schon, ja? Der sagt ihm, was ist los mit dir? 10 cm bist du entfernt? Und der redet so laut. Senke deine Stimme. Und das auch angenehmer mit jemandem zu reden. Überleg mal so eine Person, der 5 Minuten mit dir redet. Du brauchst jemanden, der Balsam ist für deine Ohren. Na? Und nicht, dass dein Trommelfell Platz möge. Allah subhanahu wa ta'ala unsere Geschwistern zum guten Benehmen leiten. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barak lahu fikum wa jazakum lakhirah. Subhanallah, wir haben nach dem Akida das gar keine Dings für Fragen gelassen, ne? Yalla, ihr habt sowieso nie Fragen. Yalla, Alhamdulillah, zur Akida. Na, gibt es Fragen? Ansonsten, inshallah ta'ala, beenden wir. Tafadda. Darf man mit einer Person ironisch reden, und wenn man der Person danach erzählt, aber du weißt, dass das alles Ironie war? Yani. Gibst du uns ein Beispiel, inshallah, damit man wir diese Ironie verstehen? Man redet zweideutig. Das zweideutige Reden, was ist das Urteil darüber? Es gibt Gelehrte, die das verboten haben. Es gibt Gelehrte, die das als Makruh sehen. Es gibt Gelehrte, die das erlauben. Richtig ist, dass das erlaubt ist, wenn das einen, was hat? Einen Nutzen. Beziehungsweise das in Richtung der Notwendigkeit geht. Warum? Weil Ibrahim a.s., wenn die Leute zu ihm gehen, und das Hadith des Shafa'a, die Überlieferung ist bei Al-Bukhari, was wird er zu den Leuten sagen, damit sie nicht bei ihm bleiben? Hä? Dass er dreimal im Leben was gelogen hat. Schaut mal, was er als Lüge gesehen hat. Weil dieser eine ungerechte König wollte seine Frau haben, weil er hat sich die schönen Frauen geschnappt. Und Ibrahim a.s. hat ihm gesagt, das ist meine Schwester. Obwohl sie ist seine Frau, aber sie ist auch eigentlich seine Schwester. Deine Frau ist auch eigentlich deine Schwester im Islam. Na, und das hat er sogar als Lüge gesehen. Na, aber Wallahu ta'ala ala wa alam, wenn das zweideutig ist, ist das kein Problem. Und die Beweise sind klar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er einen Mann begegnet hat, der nach ihm gesucht hat, dieser Mann wollte wissen, wer der Prophet s.a.w. war, weil natürlich damals gab es keine Bilder, Facebook oder sonstiges. Hat ihn gesagt, wer bist du? Er sagte, ich bin so und ich bin das und das. Woher kommst du? Er sagte, min ma, vom Wasser. Was meinte er vom Wasser? Dass er ursprünglich ein Samentropfen war. Was hat die andere Person gedacht? Aus irgendeiner Stadt, die heißt ma. Das heißt, der Prophet s.a.w. hat das selber angewendet. Und er sagte, alaihi salatu wasalam, wenn in der Khutba jemand von euch Wind lässt, was soll er machen? Ja, dann soll er sich die... Ja, aber kam der Wind aus der Nase? Eine Frage an euch. Kam der Wind aus der Nase? Ja, warum das hier? Du sollst dich nicht bloßstellen. Weil das ist eine Sache, die ist einem unangenehm. Außer manche, der hat seine Konzerttrube immer dabei. Und das ist schlimm, ja? Das ist schlimm, so etwas, dass ein
abscheuliches, widerliches Verhalten und zu kritisieren. Manche Leute, die machen sich lustig darüber. Das ist nicht etwas, was man den Leuten durchgehen lassen sollte. Das gehört nicht zu einem muslimischen Charakter, liebe Geschwister. Wisst ihr, dass es einige unter den Salaf gab? Sie haben niemals akzeptiert, mit anderen in einem Raum zu schlafen, weil sie hatten Angst in der Nacht, wenn sie unkontrolliert Bewegung machen, dass etwas passiert und sie sich dafür schämen müssten. Schaut mal, wie weit ihre Schamhaftigkeit gegangen ist. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tafaddal. Fikabakla. Es ist lieber, wenn man einem Bruder, über einen anderen Bruder etwas erzählt, das wahrhaftig ist, weil man nicht weiß, wie man ihn... Das ist ja die Sache, was wir gesagt haben. Der Bruder sagt, ist es Riba, ist es Lästern, wenn ich einem Bruder etwas erzähle über einen anderen Bruder. Und es ist aber die Wahrheit. Wir haben gesagt, die Wahrheit ist genau die Riba. Aber man erzählt jetzt einem, der einen helfen kann, vielleicht hat er einen besseren Bezug zu dieser Person und kann ihm dadurch eine Nasiha geben, das ist was anderes. Aber auch bei diesem Gespräch soll man versuchen, ihn so viel wie möglich zu schützen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Tafaddal. Wa iyyakum. Ist das Buch von Dawud alayhi salam auch nur Ermahnung und Weisheiten oder war das auch ein Gesetzbuch wie der Koran? Das Buch Az-Zubur, was war darin enthalten? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Es gibt Sachen, wir wissen nur, dass diese Bücher herabgesandt worden sind, aber im Einzelnen Allahu a'lam. Aber wisst ihr, dass alle Bücher, die Himmelsbücher sind, im Monat Ramadan herabgesandt worden sind. Sei es die Taurat, sei es Al-Injil, sei es der Koran. Alle sind im Ramadan herabgesandt worden. Und hier sehen wir, was für ein segensreicher Monat das ist. Möge Allah azawajal uns den Ramadan erreichen lassen. Na, warte. Ja, komm. Du sagst es von die Sukuf, die Blätter. Mhm. Na, richtig. Suhuf Ibrahim wa Musa in Surat al-A'la. Das bedeutet, das sind die Blätter, die sie bekommen haben. Wie eine Art Bücher, Anleitung für ihr Volk. Das bedeutet, was haben wir gesagt, was waren in diesen Blättern drin? Ermahnung und Weisheiten. Also an beide Propheten wurde das. Genau, richtig. Suhuf Ibrahim wa. Genau. Richtig. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tafaddal. Wenn er dir eine Freikarte gibt, der sagt, leg los, der Bruder, über den du berichtest, der sagt dir zum Beispiel, für mich ist das kein Problem, dass du mich so nennst. Das ist kein Problem dann. Ja, das ist kein Problem. Wallahu a'lam. Das ist eine sehr gute Frage. Was macht man, wenn man Riba begangen hat? Das heißt, jemanden Unrecht angetan hat. Es gibt hier zwei Ansichten der Gelehrten. Einige Gelehrte sagen, man muss das Recht wieder gut machen, indem man die Person um Verzeihung bittet. Und ehe er einem nicht verzeiht, wird die Sache Yawmul Qiyamah zu seinen Gunsten entschieden. Und das ist mit einem klaren Beweis. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist bei Bukhari, er sagte, wer von euch heute noch ein Unrecht wieder gut machen muss, der sollte es tun. Was heißt, der sollte es tun? So? Sofort. Bevor ein Tag kommt, an dem man nicht mit Dinar und Dirham bezahlen kann. Klar, die Überlieferung, oder? Oder? Klar. Ein anderer Teil der Gelehrten, dazu gehört auch Sheikhul Islam, rahimullah ta'ala, sagte, es reicht aus, dass man diejenigen, die man in einer Sitzung schlecht gemacht hat, schlecht über sie erzählt hat, gelästert hat, dass man in derselben Sitzung über sie Gutes sagt. Wallahu ta'ala ala wa alam, das Sichere ist das Erste. Das Sichere ist das Erste. Aber manche Gelehrte haben dir gesagt, ja, das wäre eine große Fitna, wenn man das macht, das ist richtig. Es kann in manchen
Situation eine große Fitna. Aber du musst ja ihnen nicht alles erzählen. Es gibt ja Leute, die haben ja auch keine Weisheit. Sagt, ich habe dich Opfer genannt. Du Opfer. Ich meine, ist das Weisheit? Ja. Sondern man macht das mit Schönheit. Wie könnte man das machen? Du sagst, Achil Karim, es gab einen Bruder, der hat in der Vergangenheit dich falsch eingeschätzt und hat, ohne zu überlegen, Falsches über dich gesagt. Und er bittet dich um Vergebung. Erstmal, welche Person? Hä? Dritte Person. Bist du bereit, ihn zu verzeihen? Und dann sagst du ihm eine schöne Eier, damit du ihn motivierst. وَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Und wer dann auch verzeiht und sich bessert, so obliegt sein Lohn nur Allah. Du sagst ihm, du wirst deinen Lohn bekommen, ohne zu rechnen. Vielleicht war das die Verzeihung, die dich ins Paradies bringt. Kann er dann noch Nein sagen? Wenn er dann Nein sagt, dann will er seinen vollen Lohn. Ja, und deswegen sollte man großzügig sein, liebe Schwester. Natürlich jetzt zum Beispiel, Mu'adh lästert über Muhammad. Er wird Muhammad sein Recht bekommen, Yawm al-Qiyamah. Seid euch sicher, nur, wie viel wird er bekommen? Eine bestimmte Menge, richtig? Zum Beispiel 100 Hasana, zum Beispiel 200. Mehr kriegt er nicht. Das war das Unrecht, was er dir gegenüber gemacht hat. Aber wer verzeiht, wie viel Lohn gibt ihn Allah? فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ohne zu rechnen. Deswegen kann man überlegen, das oder das. Na? Deswegen, wenn einer zu dir kommt, also ich habe sehr vielen Leuten verziehen, die kamen zu mir und haben gesagt, verzeih uns, Abul Bara, wir haben in der Vergangenheit Takfir gemacht, nach 3 Tagen haben sie es dann wieder gemacht, aber ich meine jetzt für den Moment, Alhamdulillah. Ich gesagt, ich verzeihe euch. Aber ich habe für wen verziehen? Für sie oder für Allah? Ja, für Allah Azzawajal. Wie ich euch gesagt habe, manche haben das dann nach ein paar Tagen wieder gemacht. Und hier seht ihr, diese Leute sind psychisch was. Ha? Möge Allah Azzawajal uns eine stabile Psyche geben. Na, tafadda. Ja. Das frauliche Gespräch, wenn man das stört oder sozusagen sich einmischt, um damit zu hören, geht das eher an eine Sünde oder ist... Wenn man sich in so ein vertrauliches Gespräch, nein, wir haben gesagt, eine Person, er geht zu einer anderen Person und guckt sich um und begibt sich in seine Richtung und versucht ihn zur Ecke zu nehmen, dann khalas, hier ist Schluss für dich die Tür. Er will etwas Persönliches von ihm, das ist eine Ermahnung und du lässt ihn in Ruhe. Du lässt ihn in Ruhe. Naam, der Prophet s.a.w. sagte, das ist was geworden? Eine Ermahnung. Eine Ermahnung. Deswegen aufpassen hier in dem Sinne, wallahu ta'ala ala. Wa a'lam. Tafadda. Ja. Es wird gefragt, was sind nochmal die 3 Lügen, die nicht als Lüge zählen? In welchen Situationen hat der Prophet, nennen wir sie lieber Erleichterung oder Ruchsa, wie können wir Ruchsa sagen? Erleichterung, ne? Oder Erlaubnis, ja. Erlaubnis, ja, sehr gut. Erlaubnis ist gut. Alhamdulillah. Seht ihr, die Ausländer müssen hier übersetzen. Wo sind die Deutschen? Na. In 3 Situationen hat er es erlaubt. Erste Situation, hä? Was war das? Erste Situation war? Damit man zwischen Leuten schlichtet. Zweitens, jetzt kommt, du warst schon im Krieg, ja. Richtig, im Krieg. Dritte? Wenn es ums eigene Leben geht. Zwischen Eheleuten, sehr gut. Der Mann sagt was zu seiner Frau, die Frau sagt was zu seinem Mann, zu ihrem Mann. Okay? Das sind die 3 Situationen, in denen es eine Erlaubnis gibt. Wir nennen das weiße Lüge, sozusagen. Na, tfadal. Ich habe eine Frage zwischen Eheleuten. Wenn die Frau was fragt und der Mann antwortet, aber es ist eine Lüge, er möchte nicht, dass sie sich danach streiten. Das ist eine sehr interessante Frage. Der Bruder sagt, wie sieht es aus? Die Frau, sie stellt einem Mann eine gefährliche Frage. Zum Beispiel, hast du jetzt eine zweite Frau oder nicht? Und der Mann möchte natürlich weiter leben bleiben, damit er auch die zweite Frau weiter sehen darf. Wie kann er antworten? Es gibt Situationen, wo man dann was hier anwenden könnte, ohne zu lügen. Doppeldeutig antworten. Das heißt, etwas, was sie in eine Richtung versteht, aber man meint was anderes. Okay? Aber man meint etwas anderes. Kein Problem. Kann man hier doppeldeutig antworten. Und das ist manchmal wirklich eine Situation um Leben und Tod, im wahrsten Sinne des Wortes. Na. Na. Ich
Darf man einen Namen haben, wie die Engel haben zum Beispiel? Manche heißen David oder Malikel. Was ist mit Engelnamen? Bei manchen Gelehrten ist das unbeliebt, bei anderen Gelehrten ist das kein Problem. Nein. Besser man vermeidet das, wallahu ta'ala ala wa ala. Weil manche Leute, habe ich gehört, heißen auch Azrael und ist es dann verboten? Ich habe dir ja gesagt, bei manchen Namen, gerade Engelnamen, ist das bei manchen Gelehrten unbeliebt. Nein. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tafadal. Es wird gefragt, was sind die wichtigsten Eigenschaften, die ein Mensch haben sollte? In Bezug? So auf das Leben. Nächste Frage. Nächste Frage. Nein. War das nicht die Situation, wie wir das hatten, wenn ich ein Gast irgendwo bin und denjenigen wegen des Fleisches damals, Haram und Halal, nicht traue, in Israel oder so? Genau. Kann ich mich richtig. Das wäre jetzt keine Lüge. Ne? Das wäre keine Lüge, weil im arabischen Sa'im bedeutet jemand, der sich von etwas enthält. In dem Moment enthältst du dich vom Haram. Aber er, was denkt er, Sa'im? Du enthältst dich vom Essen allgemein. Das ist doppeldeutig. Wallahu a'lam. Na, tfadl. Wie ist das, wenn ich eine Sache sozusagen mit mir selbst ausmache, dass der so und so ist? Wie ist das? Subhanallah, es gibt eine sehr interessante Geschichte von Sufyan al-Thawri, rahimullah ta'ala. Das war auch der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala ihn 5 Monate davon abgehalten hat, Qiyamul Layl zu beten. Sufyan al-Thawri, rahimullah ta'ala, war einer der gottesfürchtigsten unter den Tabi'in. Er sagte, eines Tages lief ich auf der Straße, dann habe ich einen gesehen, der kam mir vor, komisch vor, dann habe ich zu mir selbst gesagt, Hada Murai, das ist einer, der betreibt was? Augendienerei. Er sagte, aufgrund dessen konnte ich dann 5 Monate nicht Qiyamul Layl beten. Und Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt, dass die Sünde einem Gnaden wegnimmt. Die Sünde verhindert was? Gnaden, die du bekommen hast. Wallahu ta'ala ala wa alam. Das heißt, auch das soll man nicht machen. Na, Tay, bitteschön. Es wird gefragt, dürfen Frauen ihre Wimpern schwarz färben oder tönen? Und wäre das Wudu hier gültig? Die Wimpern was? Färben, tönen. Diese Wimpern hier, tönen? Und dann? Es ist kein Problem, dass man die Wimpern färbt. Okay? Bezüglich des Wudu müsst ihr immer eine Sache betrachten. Alles, was das Wasser unmöglich macht, durchzudringen an diese Hautstelle, das muss man vorher abmachen, damit das Wasser dorthin gelangen kann. Wie zum Beispiel, jemand trägt bestimmte Cremen auf. Es gibt bestimmte Cremen, die bilden so eine Art Film. Und durch diesen Film kommt das Wasser nicht richtig an die Haut. Denn zu dem Wudu gehört, dass das Wasser die Hautstellen erreicht, die es erreichen muss. Na? Und wenn das jetzt keine Dinge sind, die, ich kenne mich damit nicht aus, keine Ahnung, was das ist, was die Schwester meint, wenn das etwas ist, wo das ganz normal durchkommt, das Wasser, dann ist das kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na. Voilà. Wenn es so weitergeht, dann enden wir zum Schluss in einem Was ist denn eine Wimpernzange? Voilà, ente min wem te'arif hada shi? Shu bitmud al-rumush aw shu? La ya rajul. La wem tafa'an? Die Schönheit ist so lange erlaubt, solange das nicht die Schöpfung Allahs ändert. Alles, was danach die Schöpfung Allahs ändert, ist verboten. Eine Frau darf sich hübsch machen, darf sich für ihren Mann
wie sagt man, auftakeln, aber mit den Grenzen Allahs subhanahu wa ta'ala. Das heißt, nicht, dass sie zu ihren Wimpern längere Haare macht. Okay? Oder zu ihren kürzeren Haaren längere Haare macht. Das darf sie nicht machen. Aber was darunter ist, und das ist keine Änderung der Schöpfung, so ist das erlaubt, wallahu ta'ala. Im Übrigen, diese ganzen Themen, liebe Geschwister, mit Augenbrauen in derselben Farbe zu machen, wie die Haut ist, damit so aussieht, als ob sie keine Augenbrauen hat, und so weiter und so fort. Das sind Themen, da gibt es Ikhtilaf unter den Gelehrten. Na? Und ganz im Ernst, yani Subhan al-Malik. Wallahi, liest mal ein bisschen, was die Sahaba für Fragen gestellt haben und was unsere Fragen sind. Yani, ich meine jetzt eine Frau, wenn sie nicht hübsch ist, was kann jetzt eine Wimperzange noch bewirken? Frage jetzt. Oder Schraubenzieher, oder ich weiß nicht. Yani, oder dieser Elektroschocker. Was kann das bewirken? Yani, sieh normal aus. Das reicht für dich. Alhamdulillah, dein Mann. Weil es gibt auch Männer, die übertreiben, wallahi. Der macht aus seiner Frau eine Plastikpuppe. Ja? Die ist ein Mensch normalerweise, aber a'udhu billah, der sagt ihr, mach deine Lippen so und deine Wangen so und, nee, die heißen ja nicht Wangen, Wangen sind ja das andere, deine Backen so, nee, das sind doch die Wangen, ja, das ist richtig, deine Wangen so und subhanallah, zum Schluss, ja, der ist mit Michelin-Menschen verheiratet, ja, und deswegen soll man nicht übertreiben, na? Schaut mal, liebe Geschwister, die Schönheit ist von innen, die Schönheit ist von innen. Dass die Frau für ihren Mann einen schönen Rock anzieht oder ein schönes Kleid anzieht, kein Problem. Das ist alles kein Problem. Aber jetzt anfangen, an den eigenen Körper etwas zu ändern, in dem Sinne, das heißt Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala einem so gegeben hat, sollte man aufpassen, hier in dem Sinne. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na, tfadda. Eine Frage hier. Jemand, der um 4 aus dem Haus geht, nicht Fajr beten kann, sei es ihm erlaubt, vor Fajr-Zeit Fajr zu beten? Oder ab wann wäre er jetzt? Eine Person ist zum Beispiel im Junub-Zustand, ja? Nee, also er geht auf Wudu zur Arbeit, aber auf Arbeit kann er nicht beten wegen Janazah. Das heißt Hadathul Azrar. Das heißt, er hat kein Wudu nur. Der hat kein Wudu, aber er hat keine Möglichkeit zu beten. Okay. Arbeit und muss vor Fajr-Zeit raus aus dem Haus. Okay, eine Person muss vor Fajr-Zeit raus. Und auf Arbeit hat er keine Möglichkeit zu beten. Das heißt, diese Person hat alles da, hat Wasser, könnte auf Toilette gehen, Wudu machen, aber die Zeit erlaubt es einem nicht. Habe ich richtig verstanden? Die Schwester, die mir die Frage gestellt hat, die hat auf Arbeit keine Möglichkeit wirklich zu beten, weil es schmutzig ist. Jetzt mal unabhängig davon. Wasser ist da. Wasser ist da zum Wudu machen. Okay. Das heißt, Wudu kann sie machen. Ja, das ist nicht das Problem. Ja. Dann ist es so, dass diese Schwester, erstmal darf man das Gebet vor der Zeit machen? Nein. Das ist mit Ijma aller Gelehrten verboten. Denn eine Vorbedingung für das Gebet ist Dukhulul Waqt, dass die Zeit eingetroffen sein muss. Und definitiv ist jedes Gebet ungültig, was vor dem Eintreffen der Zeit gebetet wurde. Wie ist das aber jetzt? Die Schwester hat sonst keine Möglichkeit, die darf das dann nicht machen. Die darf diesen Job nicht machen. Weil wir wurden erschaffen für die Ibadah. Und sie hat ja auch eine gewisse Zeitspanne. Das heißt, zum Beispiel sagen wir, wenn 6 Uhr Fajr ist, dann hat sie ungefähr Zeit bis 7.40 Uhr, ne? Ungefähr. Das heißt, über 1,5 Stunden. Da sollte sie die Zeit finden. Und wenn sie nicht rausgehen kann, wenn sie nicht ihr Gebet machen kann, dann muss sie sich eine andere Arbeit suchen. Und in Deutschland ist keiner auf dem Hunger Zahnfleisch, dass er über die Straße läuft, so dass er nichts zu essen hat oder sonstiges. Das kann mir keiner erzählen. Na, wir sind hier nicht in unseren Ländern, sondern hier hat jeder etwas. Und wenn diese Arbeit nicht, das ist, schaut mal, liebe Geschwister, das ist im Übrigen sehr gefährlich, ja, dass man etwas macht. Man macht eine Arbeit, die man von Allah Azza wa Jal, Subhanahu wa Ta'ala, bekommen hat,
weil er einem damit begünstigt hat. Und zum Schluss wird man, wal'iyadu billah, aufsässig gegenüber wen? Gegenüber dem, der dir diese Gnade gegeben hat. Das muss man erstmal verstehen, ja? Das heißt, diese Schwester sollte genau darüber überlegen, Allah hat ihr diesen Job gegeben, dann kann sie nicht durch diesen Job Allah vergessen. Und Allah Azzawajal erwartet von ihr, dass sie in einer bestimmten Bandbreite betet, Spannbreite betet. Dann muss sie das auch beten. Wenn es auch ein Raum ist, wo jetzt nicht Toilette oder so, Vorraum zum Beispiel für Waschbecken oder keine Toiletten oder so enthalten, selbst da könnte sie beten, Hauptsache sie muss beten. Wallahu ta'ala. Ich sage euch ganz ehrlich, heutzutage, wallahi, die Kuffar schämen sich nicht zu sagen, ich gehe mal eine Zigarettenpause machen. Ist mir egal, was du jetzt sagst. Richtig? Der geht. Der macht seine Zigarettenpause. Wie lange dauert das, eine Zigarette zu rauchen? 5 Minuten. 5 Minuten. Type. Schafft er das, das Fajr-Gebet zu machen? In 5 Minuten? Natürlich. Manche schaffen auch Tarawih zu beten in 5 Minuten. Ja, haben wir alles schon erlebt. Allah muss da. Wallahu ta'ala. Darf man eine Augenoperation machen, in dem Sinne, dass man nicht mehr die Brille tragen muss? Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na. Ja. Darf man sich die Zähne bleichen lassen? Na, darf man machen, bi'idhnillah ta'ala. Aber es ist ungesund, in der Tat. Ja, das ist sehr ungesund. Sollte man sich lieber informieren. Im Grunde genommen, wenn du deine Zähne richtig pflegst, walhamdulillah, wir haben doch den Siwak. Wallahi, der Siwak macht weißer die Zähne als die Zahnbürste. Seid ihr mit mir? Ja. Macht die Zähne weißer als die Zahnbürste. Einer sagt mir, ich habe immer gebürstet, mittelmäßig. Seit ich den Siwak benutze, der benutzt den Siwak, der betet zwar nicht, aber der benutzt den Siwak. Ja? Ich habe so weiße, guck mal, subhanallah, guck mal, wie die Sunna missbraucht wird für eigene persönliche Zwecke, ohne das mit der Religion zu verbinden. Wallahi, wie viele Leute sogar etwas von der Sunna machen und nicht belohnt werden, weil sie das nicht für Allah machen. Tafadda, letzte Frage. Fika Bakla. Wenn man jetzt beim Zahnarzt oder so, nein, man geht raus. Zahnarzt ist keine Notwendigkeit. Wenn man auch da ist, okay, man wartet auf den Termin. Ich kann dir sagen, du schaffst es, 5 Gebete zu beten, bis du dran bist. Na, die Termine sind hier so in Deutschland. Vor allen Dingen in Berlin. Barakallahu fikum, jazakum la khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah.